Hallo liebe Zuschauer, in diesem Video stelle ich euch das Spiel Espresso Doppio aus dem Hause Hoch vor. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Na, könnte man es durchaus sagen, auf Instagram habe ich schon etliche Bilder gepostet von dem Spiel. Da gab es auch viele Rückfragen im letzten Livestream, je nachdem wann ihr jetzt das Video schaut. Da habe ich es auch kurz angespielt mit dem Thomas, damit ihr ein paar Infos bekommt. Und jetzt einfach nochmal kompakt ein kleines Video zu den Inhalten, zu den Abläufen des Spiels und ob sich es letztendlich dann auch lohnt. Espresso Doppio ist ein schnelles Spiel für zwei Kaffeefans, wobei man kann es auch mit einer Solo-Regel dann absolvieren, je nachdem da gleich ein paar Informationen. Ist aber 8 Jahre und geht ca. 30 Minuten, wie gesagt, erschienen bei Hoch, Autor Walter Obert. Kommt zu einem coolen Format, da sieht man nämlich auch gleich die Espresso-Tassen und so sieht das dann aus. Ich habe schon ein bisschen aufgebaut für zwei Personen, das heißt, hier habt ihr wirklich, ja, man merkt, kein Plastik, außer die Löffel, richtig schön auf dem Klang, das Material. Am Anfang werden erst einmal die Untersetzer da platziert auf diesem Läufer, dann kommen die Tassen drauf und dann diese Plastiklöffel. Einfach beliebig, ihr solltet nur nicht die gleiche Farbe überall haben, etwas Abwechslung schadet nicht. Die Auftragskarten, die 8 Stück, die werden gemischt. 3 Karten bekommt jeder Spieler, die legt er offen vor sich aus. Die anderen bilden einen Stapel und die Kaffeebohnen, das sind quasi die Punktemarker. Die bekommt man, wenn man einen dieser Aufträge erfüllt hat. Was macht ihr in dem Spiel? Ja, ihr wollt die Aufträge erfüllen. Manchmal sind es sind's Joker, manchmal sind es gewisse Tassen. Zum Beispiel die Tasse muss alleine stehen, ohne Löffel und ohne Untersetzer. Und wenn man dran ist, stellt man quasi einen Bereich, stellt man auf einen anderen Bereich, wobei das ist nicht möglich, es darf nur ein Löffel pro Bereich liegen, aber ich kann zum Beispiel das hier rüber setzen. Ich kann auch tauschen, das wäre eine zweite Möglichkeit, optional. Und die dritte Möglichkeit, ja, ich kann einen weiteren Zug machen. Also, ich versetze quasi in diesem Spiel oder ich tausche. Tauschen heißt, dass ich aber auch einen Gegenstand, einen Löffel liegen lassen kann. Dürfen natürlich nur 2 Tassen im eigenen Bereich sind, das geht natürlich nicht. Und das macht ihr. Einmal verpflichtend, zweimal optional, also bis zu 3-mal. Und dann schaut ihr, welchen dieser Aufträge, vielleicht auch mehrere, ihr erfüllt habt. Wenn ihr, und das ist eine Besonderheit, das vergisst man leicht, wenn ihr einen Auftrag mehrfach erfüllt habt, habt also die Tasse quasi, ja in dem Fall ist es schwierig, da kriege ich jetzt gar keine Punkte, habt ihr aber eine Tasse einzeln stehen, mehrfach stehen, da bekommt ihr gleich mehr Punkte. Also wenn ich die Tasse, so jetzt machen wir doch das Beispiel, so mal gucken, wie man das jetzt hinkriegt. So, haben wir hier. So habt ihr es. So wäre jetzt der Stand. Das heißt, ihr habt die 2000 einzeln, dann bekommt ihr sogar 4 Kaffeebohnen gleich. Ja, Ziel ist es, Aufträge und Kaffeebohnen zu bekommen. Aber es gibt noch eine Besonderheit, weil ihr spielt das Ganze über 2 Runden. Hat nämlich es eine Person geschafft, alle Aufträge zu erfüllen, dann ist sofort eine Unterbrechung und dann werden die Karten getauscht. Alle 8 Auftragskarten werden getauscht und das Spiel geht wieder von vorne los. Das heißt, der Mitspieler, die Mitspielerin, muss auch diese Aufträge erfüllen. Und erst nach der 2. Runde wird geschaut, wer die meisten Punkte hat und dadurch das Spiel gewonnen hat. Spielt ihr das Ganze solo, dann habt ihr schon eine gewisse Auswahl oder eine gewisse Anzahl an Kaffeebohnen vor euch liegen. Es geht natürlich auch darum, Aufträge zu erfüllen, aber für jedes Tauschen müsst ihr wieder Kaffeebohnen opfern. Das kostet euch allerdings. Und hier ist es natürlich Ziel, möglichst viele Kaffeebohnen vor euch liegen zu haben. Die Aufträge, die sind dann nochmal hier hinterlegt in der Anleitung, aber mehrere Sprachen natürlich auch nochmal hinterlegt im vorderen Bereich. Die wollte ich nämlich auf jeden Fall zeigen. Hier sind nochmal die Aufträge hinterlegt. Wenn ihr da nicht weiter wisst, dann könnt ihr da einfach in die jeweiligen Anleitung bzw. im Beispiel nachschauen und dann könnt ihr quasi gleich losspielen. Und damit bin ich auch schon beim Fazit von Espresso Doppio. Was die Verpackung angeht, was auch den Inhalt angeht, da kann man sich jetzt wirklich nicht beschweren. Ich möchte aber einen Hinweis oder 2 Hinweise euch auf jeden Fall mit auf den Weg geben. Das Material ist ja quasi in so einem Plastik-Inlay hinterlegt. Und je nachdem, wo ihr das kauft, man sieht es ja nicht, müsst ihr schauen oder verschickt oder bestellt, da müsst ihr natürlich schauen, dass da nichts kaputt geht. Weil je nachdem, wenn die Box dann überall rumfliegt im Karton, kann schon mal passieren, so ist es bei mir auch, dass vielleicht der eine oder andere Bereich ein bisschen abkracht. So ist es bei mir. Das ist natürlich das Thema, wenn man natürlich so schönes Material
Material dann nimmt. Auch wenn man hier quasi das Ganze durch ein Blatt dann trennt, aber es ist natürlich durchaus ein Problem, weil letztendlich da kann dann doch etwas kaputt gehen. Das sieht man vielleicht nicht äußerlich, also das als wichtiger Hinweis. Was mich ein bisschen gestört hat bei dem Spiel, war allerdings, wie die Aufträge dargestellt wurden. Und das hat mich am Anfang der ersten Partien doch recht häufig gestört. Man sieht es auch hier an den Farben und an den Karten. Hier ist quasi auch schwarz hinterlegt, aber schwarz gibt es als Farbe gar nicht. Es gibt zwar beige und es gibt schwarz, allerdings ist es braun. Also dann hätte ich mir doch lieber eine schwarze Tasse gewünscht und einen schwarzen Löffel. Also das ist ein Kritikpunkt, den ich habe. Das hätte man besser lösen können. Wer da jetzt ein paar Informationen hat, der darf es natürlich gerne in die Kommentare ergänzen. Aber das hat mich einfach gestört in diesem Spiel, wenn man die Aufträge erfüllt. Und am Anfang der ersten Partie muss man schauen, okay, das Schwarz ist das Dunkelbraun quasi hier. Und wenn es um die Joker geht, dann waren zwar die Farben alle enthalten, aber am Anfang haben wir da einfach ein bisschen gebraucht, bis man da drin war und jeden Auftrag verstanden hat. Da sind wir einfach die Aufträge nochmal durchgegangen. Das als wichtiger Hinweis. Wir haben es jetzt gespielt über die letzten Wochen. Solo habe ich es jetzt auch ein paar Mal gespielt. Zu zweit haben wir es oft gespielt. Aber die Luft, der Spaßfaktor, der ist dann doch schnell, geht dann schnell nach unten. Also am Anfang fanden wir es attraktiv, hat Spaß gemacht. Aber die Langzeitmotivation, die hält sich dann bei diesem Spiel dann doch in Grenzen. Wenn es jetzt euch trotzdem gefallen hat, der sagt, boah, das reicht mir doch völlig für ab und zu mal spielen, es macht es doch Spaß, ja, dann macht er nichts falsch. Aber wie gesagt, die Hinweise an entsprechender Stelle habe ich ja gegeben. Und ihr wisst jetzt je nachdem auf jeden Fall, ob das Spiel was für euch ist. Wenn ihr es euch holen wollt, ja, entweder beim Fachhändler oder über die unten genannten Links, bleibt euch überlassen. Wie gesagt, Transportrisiko ist auf jeden Fall in einer gewissen Art und Weise dann gegeben. Und das war es auch zu allen Infos zu Espresso Doppia. Doppio. Doppia? Doppio. Ich sage danke fürs Zuschauen. Macht's gut und bis bald.